kommen wir zuerst zu den Grundbegriffen des technischen Tradings und der Börse allgemein. Wir fangen hier wirklich mit den absoluten Grundlagen an. Die erste Frage lautet, wie funktioniert eine Börse überhaupt? Und da gibt es verschiedene Handelssysteme. Das erste ist der klassische Parketthandel. Den nennt man auch Präsenzhandel oder Zurufhandel. Das ist das, was Sie vielleicht noch aus alten Filmen im Fernsehen kennen. Das ist die ursprüngliche Form, die über Jahrhunderte lief, des freien Handels mit Wertpapieren, und der beeinflusst bzw. prägt die Kursbildung an den Börsen, an einem Markt. Das war früher so. Die Marktteilnehmer treffen sich persönlich zu festgelegten Zeiten, und wo sie sich treffen, das nennt man das Parkett. Diese Zeiten sind die Börsenhandelszeiten, die sind fest vorgegeben, wo quasi Käufer, Verkäufer zusammenkommen, wobei die Leute in der Regel Mitarbeiter von Kreditinstituten und Finanzunternehmen sind. Das sind also keine Privatpersonen. Wenn sie was kaufen wollten, gingen sie nicht direkt dahin. Sie durften das auch gar nicht. Sie kaufen und verkaufen dann im Auftrag ihrer Kunden, das könnten sie dann sein, oder eben auf eigene Rechnung. Die Handelszeiten sind immer fest vorgegeben, beispielsweise von 9 Uhr bis 14.30 Uhr. Danach ist der Handelstag beendet und dann ändert sich auch der Kurs nicht mehr, weil ja dann das Kursbewegende weg ist. Bei dieser klassischen Form der Wertpapierorder über einen Börsenmakler suchen die Käufer selbst die Verkäufer, also persönlich und umgekehrt. Präsenzhandel ist auch der gesamte Einzelhandel, um das vielleicht mal globaler zu sehen, wie Supermärkte oder Verkaufsautomaten. Das ist immer dann der Fall, wo beim Kauf die Ware sofort übergeben wird. Als Gegenpol dazu steht der Versandhandel. Sie wissen jetzt auch im Vergleich jetzt mit Amazon, was der Versandhandel in letzter Zeit für einen Aufschwung erlebt hat, oder der Onlinehandel. Da vergeht eben eine gewisse Zeit zwischen Bestellung und Übergabe der Ware. Ja, sobald Sie das haben, sind Sie dann eben im Versand oder im Onlinehandel. Solche Bilder kennt man noch teilweise, die existieren so gar nicht mehr. Ja, hier sehen Sie, was da los war, wie viele Menschen da beteiligt waren. Und hier hinten auf den Tafeln sehen Sie dann die aktuellen Kurse. Das war quasi, bevor die Computer kamen, kurz davor. Ja, und Sie sehen auch, wie ausgelastet das System war. Und auch, wie beschäftigt die Leute waren. Also ich denke, wenn man da einen 8-Stunden-Tag verbracht hat, kann man nicht mehr viel sonst tun. Das ist jetzt auch schon etwas älter, die Statistik von 2008. Aber spannend finde ich das Verhältnis der Börsen zueinander. Die weltweit größte Börse ist die Nasdaq. Nicht zu verwechseln mit dem Index Nasdaq. Ja, das ist der Börsenplatz Nasdaq. Fast ein Drittel des gesamten Welthandels lief 2008 darüber. Die Verhältnisse werden sich nicht so viel geändert haben. Direkt danach, auch fast 30%, ist die New York Stock Exchange. Ja, also das heißt, der US-Handel, sehen Sie, beherrscht den Weltmarkt. Danach kam erst die Börse in London, Tokio und die deutsche Börse. Ja, so sind etwa die Verhältnisse, die Sie kennen sollten. Ja, der klassische Parketthandel, der existiert überhaupt nicht mehr. In Frankfurt wurde er eingestellt schon 2011, in New York, in Chicago 2015. Sie haben eben das Bild gesehen, und in diesem Kontext ist der Anteil der dort geschlossenen Kontrakte, also der Transaktionen, auf 1% des gesamten Handelsvolumens gefallen. Ja, das heißt, dort wurde nur 1% noch des Handels getrieben, und das, obwohl es so aussah, ja, mit diesen Leuten. Grund dafür war, die anderen 99% liefen eben rein digital ab, automatisiert, ohne Menschen, über Computersysteme. Und das ist dann ein elektronisches Handelssystem, vollautomatisiert, zum Abschluss von Börsengeschäften, also auch mit dieser hohen Sicherheitsstufe, die da existieren muss. Und die Kurse werden dann eben auch digitalisiert, automatisiert berechnet. Es gibt gar keine visuelle Interaktion und Kommunikation zwischen den Handelsteilnehmern mehr. Jeder stellt einfach nur seine Order rein. Die Transaktionen sind dann eben vollautomatisiert, auch währungsübergreifend, warenübergreifend, wenn eben passende Kauf- und Verkaufsangebote vorliegen. Dann werden die automatisiert ausgeführt. Die Computerbörsen sind daher auch nicht ortsgebunden. Ja, sie loggen sich von zu Hause aus ein und können die Order in das System stellen. Interessant. Die erste vollelektronische Börse Deutschlands gab es schon 1990.
Das hieß damals die Deutsche Terminbörse, DTB, wurde jetzt umbenannt, denn in Deutschland ist vor allem Xetra bekannt, also Xetra ist das Hauptsystem und daneben noch auch eher für Privathändler das Tradegate. Vorteil bei Tradegate ist, dass sie längere Handelszeiten haben und für den Terminmarkt Eurex. Das alles schauen wir uns nochmal genauer an. Die erste Frage ist, was ist der Kassamarkt? Da treffen Kassageschäfte aufeinander. Das ist die Frage wieder, was das ist. Das sind standardisierte Finanzinstrumente über bestimmte Basiswerte, die spätestens 2 Handelstage nach Geschäftsabschluss von beiden Vertragsparteien zu erfüllen sind. Ja, das heißt, das sind Handelsverträge, die innerhalb von 2 Tagen durchgeführt sein müssen. Das ist ein typischer Kassamarkt, wo die Transaktion dann eben beendet sein muss. Das macht man insbesondere mit Devisen, also Wechselkurse zwischen Währungen, Wertpapiere und sogenannten Commodities. Das sind landwirtschaftliche Erzeugnisse beispielsweise, Getreide, Tiere. Ja, Sie können alles handeln, auch Sie können das im Wikifolio. Standardisierte Investitionsgüter, Konsumgüter, auch Öl zum Beispiel oder Gold gehört dazu. Ja, die gesamten Rohstoffmärkte gehören auch dazu. Dann gibt es noch den Terminmarkt. Die Sachen, die da gehandelt werden, sind also länger als 2 Tage, bevor das Geschäft abgeschlossen ist, mindestens 3 Handelstage. Aber das alles wird bereits festgelegt bei Vertragsschluss. Ja, der Zeitraum wird auch im Voraus festgelegt. Auch hier kann man Devisen, Wertpapiere, Metalle oder ja, sonstige Sachen handeln, die eben diese standardisierten Verträge haben. Das nennt man Derivate, da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig mit, damit würde ich nicht gerade anfangen. Der Preis, wie ich eben sagte, dafür wird bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegt. Das heißt, Sie handeln eigentlich in die Zukunft rein. Deshalb nennt man sowas auch Futures. Gilt unabhängig von und während der Laufzeit des Termingeschäftes. Ja, das heißt, Sie legen jetzt einen Preis fest, bezahlen aber erst in 3 Tagen oder länger, aber zu einem Preis, den Sie jetzt festlegen, unabhängig davon, wie der Kurs dann in 3 Tagen oder länger ist. Mit allen Vor- und Nachteilen. Das sind die sogenannten Zukunftsmärkte, die sogenannten Futures. Kommen wir einmal zu Xetra, ja, dem größten System in Deutschland. Börslicher Handelsplatz ist in Frankfurt. Sie können auch in Frankfurt mal rumlaufen, da sehen Sie das. Das ist ein Gebäude zu, wo die Server stehen sehr wahrscheinlich. Ist in Deutschland ja, der Marktführer mit 90% Transaktionsquote im Aktienhandel. Das heißt ja, 90% aller Geschäfte laufen über Xetra. Exchange Electronic Trading, da kommt der Begriff her, wird quasi eingesetzt von der Deutschen Börse AG, die selber als Aktiengesellschaft im DAX vertreten ist. Xetra-Handel läuft zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr. Das sollten Sie sich wirklich einprägen. Und auch Sie sollten da, wenn es irgendwie geht, nur handeln in diesem Zeitraum, weil nur da sind die Kurse am präzisesten. Dort wird auch der Kurs des DAX berechnet. Über die Zentralrechner sind dann 200 Handelsteilnehmer aus 16 europäischen Ländern sowie aus Hongkong und Vereinigte Arabische Emirate komplett miteinander verbunden. Die bündeln sich da quasi. Gesamte Börsenhandel ist voll elektronisch, also da treffen sich keine Leute mehr. Sie können auch Teilausführungen eingeben, also das heißt, Sie haben eine Order und wenn jetzt Sie zum Beispiel was kaufen wollen, aber zu diesem Preis gibt es noch nicht genug, dann kaufen Sie erstmal das zu dem Preis ein, was es gibt und dann kaufen Sie den Rest, wenn wieder der Preis erreicht wird, nochmal nach. Das sind die sogenannten Teilausführungen. Da gibt es keine zusätzlichen Transaktionskosten. Das ist ein Vorteil, ja, es gibt mehrere Transaktionen zum selben Preis. Und das auch erfolgt vollautomatisiert. Ja, also Sie geben dann diese Teilung gar nicht automatisch mit, Sie geben die gar nicht manuell mit, die funktioniert eben automatisch. Das wird also dann auch nicht in Rechnung gestellt, wenn das geteilt wird. Eine zweite Börse ist das sogenannte Tradegate, seit 2009, Sitz in Berlin, insbesondere für Privatanleger interessant. Dazu gehört die Tradegate GmbH und die wiederum ist auch zu 75% in der Hand der Deutschen Börse AG. Also das heißt, die Deutsche Börse AG hat quasi alles, was in Deutschland läuft, unter sich.
Das elektronische System wurde dann 2001 in Betrieb genommen. Vorher noch, bevor die Börse selber gegründet wurde, war die erste deutsche elektronische außerbörsliche Handelssystem für Wertpapiere. Das ist für Privatanleger vielleicht interessant. Das heißt, da kann auch gehandelt werden, während Xetra zu ist. Die Handelszeiten bei Tradegate sind wesentlich länger, mit dem Nachteil, dass die Kurse nicht mehr so präzise sind. Ja, was das für Auswirkungen hat, da kommen wir noch zu. Die Börse Stuttgart ist auch noch ein Handelsplatz. Die betrachte ich jetzt extra, weil das, was wir handeln, die Wikifolios, die laufen über die Börse Stuttgart. Für Privatanleger gedacht vor allem. Hier ist ein Foto davon, also das können Sie wirklich sich mal angucken in Stuttgart. Soweit ich weiß, gibt es da ab und zu auch schon mal Führungen. Handelsplatz für Aktien, Anleihen, ETFs, Genussscheine, Investmentfonds. Und da gibt es ein Handelssegment EUWAX. Da sind die ganzen Derivate drin, die ganzen Zertifikate drin und damit eben auch die Wikifolios. 35% Orderbuchumsatz im deutschen Parketthandel. Also nach Frankfurt ist das die größte Institution in Deutschland. 2015 hatten wir ein Handelsvolumen in Stuttgart nach eigenen Angaben von 94 Milliarden Euro, muss man sich mal vorstellen. Und die Aufsicht ist da eben die Finanz- und Wirtschaftsinformat in, na, Finanz- und Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, meine Güte. Und auch das natürlich untersteht der BaFin. Alles, was in Deutschland irgendwie gehandelt wird, in solchem Kontext untersteht eh der BaFin. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, vielleicht auch mal, dass Sie die Abkürzung gehört haben, was das wirklich bedeutet. Dann gibt es noch Lang und Schwarz. Auch das wird besprochen im Kontext mit Wikifolios. Das ist eine Holding, eine Firma, ein Unternehmen seit 1996. Ziel ist da der börsliche und außerbörsliche Handel auch mit Aktien. Das Emittieren selber, Sie sind selber Emittent, also Sie können selber Produkte auf den Markt bringen. Lang und Schwarz ist derjenige, der auch die Wikifolios wirklich an den Markt bringt für Sie. Ja, das sehen Sie später auch in dem Wikifolio, wenn Sie das mal investierbar machen. Klassische Brokergeschäft und ja, steht quasi zwischen Ihnen und Xetra. Da gibt es auch eine eigene elektronische Handelsplattform, die nennt sich Quotrix in der Börse Düsseldorf. Damit ist es Lang und Schwarz selber auch ein Market Maker, also über Quotrix können die auch selber Kurse definieren. Hat natürlich jetzt nicht die Priorität oder halt auch nicht das Gewicht wie Xetra. Ich würde halt generell nur über Xetra handeln, weil da der Kurs am saubersten ist, ja, aber da eben das meiste drüber abläuft. In der Regel alle nachgeschalteten Market Maker haben wesentlich schlechtere Konditionen für Sie dann als die Leitbörse Xetra. Wir besprechen das eben deshalb, weil die Wikifolios von Lang und Schwarz emittiert werden. Also die geben ihre Wikifolios raus, dann, wenn die eben investierbar werden und damit reale Börsenprodukte werden. Was ist generell ein Market Maker? Das sind Finanzmarktakteure, die quasi als Handelspartner, als Kontrahent zur Verfügung stehen und damit eigene Transaktionsinteressen zu einem marktgerechten Preis verwirklichen können. Das sind typischerweise natürliche Personen, diese Marktteilnehmer, institutionelle Anleger, Nichtbanken, Kreditinstitute oder Börsenmakler. Das sind generell die Marktteilnehmer, die mit ihrem Handeln eben die Kurse bestimmen. Market Maker davon sind in der Regel nur Kreditinstitute, insbesondere Großbanken und Börsenmakler. Market Making gehört zur Kategorie des fortlaufenden Handels, bei dem der Market Maker eben regelmäßig die Marktgegenseite verkörpert und als bestimmter Vertragskontrahent fungiert. Ja, quasi dafür sorgt, dass Kauf und Verkauf funktioniert. An einem Handelsplatz sind die Market Maker Teilnehmer des Handelsplatzes und bieten den übrigen Teilnehmern eben den sofortigen Abschluss von Geschäften an. Die bauen quasi die Plattform oder stellen diese Plattform bereit. Ein Market Maker bestimmt auch das Handelsvolumen, was damit möglich ist, was da gehandelt werden kann, in welchem Umfang und damit die jeweiligen Preise. Das heißt, die bestimmen die Kurse.
zu welchem Sie kaufen. Wenn man etwas kauft, dann ist es der Geldkurs, oder zu welchem Sie verkaufen möchten. Das ist der Briefkurs aus Sicht eines Market Makers. Vorsicht, es gibt noch die andere Sicht, ja, das ist Ihre Sicht, die eines ja, Privatkäufers oder Verkäufers. Noch ein paar Begriffe. Geldkurs, Briefkurs, Mittelkurs und Spread. Sie sehen in der Regel, wenn Sie sich einen Börsenkurs angucken, immer hier so eine Linie. Ah, das ist der Kursverlauf, ist klar, mit verschiedenen Zeiträumen. Dann, was es ist. Da gibt es eine ISIN, das ist eine international genormte Kennung für jedes einzelne Produkt. In Deutschland gibt es noch eine Wertpapierkennnummer. Ich selber konzentriere mich auf die ISIN, weil die eben weltweit eindeutig ist. Und Sie sehen verschiedene Kurse. Sie sehen immer einen Briefkurs und einen Geldkurs. Sie sind jetzt aus anderer Sicht, Sie sind jetzt derjenige, der quasi privat interessiert ist. Wenn Sie etwas kaufen, dann kaufen Sie zu dem Briefkurs, um den Brief zu erhalten. So habe ich mir das gemerkt. Um die Aktie als Papier zu erhalten. Es gibt ja gar kein Papier mehr als Aktie, das war früher. Und zu dem Geldkurs machen Sie die Aktie wieder zu Geld. Das heißt, Sie verkaufen zum Geldkurs. So habe ich mir das gemerkt. In der Regel gibt es da eine kleine Differenz zwischen, das nennt sich der Spread. Der Mittelkurs ist das arithmetische Mittel dazwischen. Also, zu dem Briefkurs werden Finanzprodukte verkauft und Sie können zu diesem, also ne, verkauft aus Sicht des Marktes, Sie kaufen aber das Finanzprodukt zu diesem Briefkurs, damit Sie diesen Aktienbrief, diesen Zettel, was früher eine Aktie war, erhalten. Das heißt, aus Ihrer Sicht ist der Briefkurs der Kaufkurs. Der Geldkurs, aus Sicht des Systems, wird es dort verkauft und aus Ihrer Sicht kaufen Sie, wird es dort gekauft und zu diesem Kauf verkaufen Sie, um es wieder zu Geld zu machen. Das ist das, was ich eben sagte. Ja. Wenn Sie wieder Geld haben wollen, haben Sie den Geldkurs. Wenn Sie eine Aktie, einen Aktienbrief haben wollen, haben Sie den Briefkurs. Mittelkurs ist das arithmetische Mittel dazwischen. Der Geldkurs ist immer kleiner oder gleich dem Briefkurs. Bei jeder Transaktion verdient die Plattform im weiteren Sinne, wenn der Geldkurs eben kleiner ist. Das heißt, sobald Sie etwas kaufen, haben Sie in der Regel immer einen kleinen Verlust, weil das eben diese Gebühr ist, die Sie dann an die Transaktion bezahlen müssen. Bei gleich ist, haben Sie diese Gebühr nicht. Die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs ist der Spread, die Geld-Briefspanne auf Deutsch. Spread hat sich aber durchgesetzt als Begriff. Ist auch eine sehr wichtige Information als betriebswirtschaftliche Kennzahl. Generell für Sie, je kleiner der Spread ist, desto günstiger ist es für Sie zu handeln, weil ohne dass Sie irgendwas tun, hätten Sie bei einem hohen Spread direkt einen Verlust und den wollen Sie ja minimieren. Das sind die Transaktionskosten der Marktteilnehmer. Zusätzlich kommen gegebenenfalls noch Ihre Brokergebühren dazu. Das ist dann der Fall, wenn Sie über irgendein Online-Banking-System gehen. Bei den Wikifolios haben Sie erstmal keine Brokergebühr direkt pro Transaktion, sondern Sie haben eine jährliche Pauschalgebühr, die man so erstmal nicht direkt sieht. Aber das alles ist nur dann relevant, wenn das Wikifolio wirklich investierbar ist. Hat also jetzt erstmal nichts zu tun. Das heißt, für das Wahlfach hier haben Sie tatsächlich als Kosten immer nur die Spreads. Nicht mehr, keine weiteren Transaktionsgebühren im Rahmen dieser Veranstaltung. Je größer der Spread, desto ungünstiger für Sie als Kunde. Und außerhalb der Haupthandelszeiten der jeweiligen Börse, wo Sie handeln, verkleinert sich der Spread. Also, das heißt, wenn, das ist eigentlich falsch rum formuliert, außerhalb der Haupthandelszeiten vergrößert sich der Spread. Das werde ich direkt mal korrigieren. Vergrößert sich der Spread. Das heißt, es ist für Sie immer ungünstiger, außerhalb der Haupthandelszeiten zu handeln. Ich an Ihrer Stelle würde mir die Kurse dann gar nicht mehr angucken. Ich würde das komplett abschalten außerhalb der Haupthandelszeiten, weil es kann sein, dass der Spread dann so dermaßen groß wird, dass Sie in Panik geraten und dann verkaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil es ist überhaupt nicht Haupthandelszeit.
Ja, und keine Ahnung, was für einen Effekt das hat. Also ich würde bevorzugt immer während der Haupthandelszeiten handeln. Wie wird der Kurs gemacht? Naja, Angebot und Nachfrage bestimmt den Kurs. Und die Frage ist halt immer, finden sich quasi, wenn ich verkaufen will, einen passenden Käufer? Oder wenn ich kaufen will, gibt es jemanden, der zu diesem Kurs auch bereit ist zu verkaufen? Das Interessante ist, Sie können, wenn Sie was kaufen wollen, beispielsweise Ihre Absicht zu kaufen, schon mal online stellen in das System. Sie können das auch wieder rausnehmen, das ist oft kostenlos. Und sobald das dann eintritt, sobald jemand quasi zu dem Preis bereit ist zu verkaufen, wird Ihre Order automatisiert durchgeführt zu diesem Kurs. Das heißt, ja, hier habe ich jetzt so viele Leute, die bereit sind zu kaufen und zu verkaufen, je nachdem aus welcher Sicht man das sieht. Und da, wo die Schnittmenge am größten ist, das ist dann der aktuelle Kurs. Und alles, was dann da drin ist, wird durchgeführt. Und dann ist das weg. Und dann wird das Ganze wieder neu berechnet. Was problematisch ist, wenn Sie überlegen, dass Sie halt Millionen von Transaktionen haben, dass das dann eben so durchgeführt wird und auch korrekt, ja, komplett ausgeführt, behandelt wird. Und das jeden Tag mit dieser Menge. Wie funktioniert das dann generell? Ja, es gibt Verkaufsangebote, das sind Leute, die was verkaufen wollen. Das sind Kunden, die das über einen Broker reinstellen. Es gibt Kaufangebote, das sind die Leute, die kaufen wollen. Die stellen das über ihren Broker rein. Jeder Broker ist eine Bank, ja, wie die DiBa, Ink DiBa oder Sparkassen, Volksbanken oder irgendwen. So, das wird gesammelt, aber vollautomatisiert mittlerweile. Und dann gibt es eine Phase der Zuteilung und Abwicklung. Dann wird das einmal durchgeführt und dann spielt sich dasselbe wieder ab. Ja? Und das können Sie sich als Schleife in der Programmierung wird das durchgeführt, können Sie sich das vorstellen. Was auch möglich ist, ist, dass die Broker direkt miteinander handeln. Das ist der sogenannte außerbörsliche Handel, wo Broker direkt handeln, das heißt, sie gehen nicht über das System. Es kann sein, dass da etwas weniger Gebühren entstehen, aber sie haben quasi nicht die, ja, Sicherheit dieses Hauptsystems. Rechtlich hat das bis jetzt für mich nie einen Unterschied gemacht. Also das heißt, das hier oben ist der börsliche Handel und das hier ist der außerbörsliche Direkthandel von Broker untereinander, auch vollautomatisiert, aber eben nicht über die Computerbörse, nicht über Xetra zum Beispiel. Ja, eine Order ist jetzt so ein Auftrag zum Kauf oder Verkauf. Eine Order gilt immer für einen bestimmten Handelsplatz, dort wird sie eingestellt. Ist immer ab dem Zeitpunkt gültig, zu dem sie angenommen wurde, nicht zu dem sie abgesetzt wurde. Das heißt, die Order gilt dann, sobald es angekommen ist und akzeptiert ist von diesem Handelsplatz. Wenn da jetzt der Handelsplatz gerade überlastet ist, was schon mal in Krisenzeiten passiert, dann kann es sein, dass die Order blockiert wird, nicht angenommen wird. Das führt dann in der Regel zu Panik bei den Teilnehmern. Und naja, so gibt es dann Kaskadeneffekte, die Sie bei typischen Crashs sehen. Sie ist nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt gültig. Eine Order ist niemals unlimited, also über Jahre hinweg. Und da gibt es verschiedene Typen. Der erste Typ ist IOC, Immediate or Cancel. Sofort nach der Annahme ausführen oder abbrechen. Zeitdauer ist quasi null. Wobei auch Teilausführungen möglich sind. Also das heißt, wenn ich 100 verkaufe, kann es sein, dass ich 80 verkauft kriege, 20 aber nicht. Diese Order verwendet man in der Regel dann, wenn man in Panik ist, weil gerade der Kurs komplett abrutscht und das abgestoßen wird. Ja, dann sieht man typischerweise ganz viele IOC-Order. Dann gibt es nur sofort und vollständig, das ist das Fill or Kill. Dann gibt es keine Teilausführungen. Wenn die Gesamtstückzahl nicht verkauft werden kann, dann wird gar nicht verkauft. Kann natürlich auch ein Problem sein, wenn es dann weiterfällt, bleiben Sie drauf sitzen. Dann gibt es bis Tagesende, beziehungsweise Tagesende ist dann immer Handelsschluss dieses Handelsplatzes, dann beendet der Tag, dann ist quasi Feierabend. Dann gibt es bis zum Ende des laufenden Monats typischerweise oder so lange wie möglich. Manche Order können bis 6 Monate vorgehalten werden oder bis zu einem Jahr sogar, aber das bestimmt dann der jeweilige Handelsplatz. Dann gibt es Order-Zusätze, die gibt es sowohl beim Kauf wie auch beim Verkauf.
Billigst oder bestens, je nachdem ob Kauf oder Verkauf. In den Fällen wird die Order sofort ausgeführt zu dem Preis, der gerade gilt. Wenn Sie das tun, wollen Sie es halt, wenn Sie verkaufen wollen, wieder auf den Markt werfen. Egal zu welchem Preis. Der Preis, der gerade gilt, ich will das jetzt verkaufen. Ja, das ist dann billigst. Billigst kaufen, in dem Fall, oder eben bestens verkaufen. Das ist der Bezug. Das nennt man unlimitierte Order, weil sie keine Preisgrenze setzen. Zum aktuellen Marktpreis will ich eben kaufen oder verkaufen. Handelt es sich um einen Kauf, möglichst billig kaufen, solange wie das System das noch zulässt. Beim Verkauf so gut wie es geht halt verkaufen. Ja, das sind die Ideen, die dahinter hängen. Diese Order haben in der Regel Priorität, weil die ja kein Limit betrachten. Das heißt, die werden in der Regel vom automatisierten System zuerst durchgeschoben, bevor die limitierten Orders kommen. Ja, das heißt, in Panikzeiten hat man oft auch hier beim Verkauf eben diese Bestensangabe, einfach schnell verkaufen zum aktuellen Preis. Gefällt gerade. Bulle und Bär, so als Symbol. Das war in Stuttgart, habe ich die gesehen. Kann man sich auch vorstellen, ein Foto machen. Der Bulle hat den Kopf nach oben, der ist optimistisch, das heißt, der ist für steigende Kurse. 80, 90, ich glaube, wirklich sogar über 90% der Teilnehmer gehen auf steigende Kurse, sie sehr wahrscheinlich auch. Der Bär ist der Pessimist, der guckt nach unten, der denkt, dass die Kurse fallen. Da kommen die Begriffe her. Das hat sich auch ja, seit Ewigkeiten so etabliert. Deshalb sind die beiden Tiere immer als Symbol. Hier nochmal grafisch illustriert. Der Bulle steigt die Kurse und der Bär lässt die Kurse fallen. Dann gibt es die passenden Begriffe dazu. Es gibt einen Bullenmarkt oder Haus. Das heißt, der Markt ist gerade gut drauf. Jeder denkt, es wird besser. Die Kurse steigen. Alles ist freundlich, optimistisch. Bärenmarkt ist ja die typische Krisenzeit. Leute geraten in Panik, die Welt geht unter, alles bricht zusammen, das Wirtschaftssystem bricht zusammen. Ja, das war der eine Einknick, den Sie gesehen haben bei der Corona-Krise zum Beispiel. Das Interessante ist vom Verhältnis rein historisch: Die Bullenmärkte sind in der Regel langsam und gehen über sehr große Zeiträume. Die Bärenmärkte sind wesentlich kürzer, aber dann wesentlich heftiger. Ja, das ist quasi so das Abwechselnde im Geschäft. Ja, und jedem Bullenmarkt folgt ein Bärenmarkt und umgekehrt. Es geht also nicht immer nur in eine Richtung. Und daraus resultiert dann der Long- und Short-Handel. Gehen Sie auf steigende Kurse, dann gehen Sie long. Das ist so der Sprachgebrauch. Diese Trader-Typen nennt man auch in Foren Longies. Ja, die Optimisten. Ich werde Ihnen auch zeigen, dass es Börsenprodukte gibt, die Sie auch handeln können in den Wikifolios, die auf fallende Kurse setzen. Das sind die sogenannten Shorties. Man geht short, wobei Shorties jetzt nicht irgendwie anders zu verstehen ist. Das Wetten auf fallende Kurse ist wesentlich spekulativer, wird auch von Hedgefonds fast nur betrieben. Sie können das, wie gesagt, auch. Das Problem ist, bei Short gehandelten Produkten haben Sie in der Regel immer sehr, sehr hohe Leihgebühren. Das heißt, Sie können nicht ewig Short gehen. Darüber werden wir natürlich auch noch länger mal reden und uns das Ganze angucken, wie das überhaupt funktioniert, wie Sie etwas kaufen können, was auf fallende Kurse setzt. Ja, das kommt jetzt direkt. Wie funktioniert das? Das sind die sogenannten Leerverkäufe, die da eine große Rolle spielen. Sie haben vielleicht mal im Fernsehen gesehen, dass die stark kritisiert worden sind. Das läuft wie folgt ab. Oder die Idee dahinter ist ein sogenannter Leerverkauf. Wenn ich etwas verkaufe, was ich gar nicht besitze, zum aktuellen Preis, dann ist das ein Short-Produkt. Wie kann ich etwas verkaufen, was ich gar nicht besitze? Indem ich hingehe, ich leihe mir das und verkaufe es. Also ich verkaufe etwas Geliehenes zum aktuellen Preis. Das ist die Idee des Leerverkaufs. Also, wenn ich ein Short-Produkt
verkaufe, andersrum, dann muss ich ja das Geliehene wieder zurückgeben. Zum dann aktuellen Preis. Und wenn der dann aktuelle Preis geringer ist, dann habe ich Gewinn gemacht. Das nennt man Deckungskauf. Die Shorties müssen sich irgendwann wieder eindecken. Und dann müssen sie die Aktien wirklich kaufen, um sie dann dem Verleiher zurückzugeben. Das ist der sogenannte Deckungskauf. Und das ist genau das Risiko. Ja, sie müssen die Leihgebühren bezahlen. Und sie müssen irgendwann ja auch das wieder abschließen, um das Verliehene wieder zurückzugeben. Hat sich der Preis dieser Aktie in der Zeit zwischen Kauf und Verkauf um 10 Euro reduziert, dann sind diese 10 Euro mein Gewinn. Weil ich habe ja letztlich billig eingekauft, real, teurer verkauft, also 10% Gewinn, nur ist das umgedreht. Ja, ich habe das zuerst, ja, das Verliehene verkauft. Ja, reduziert wird der Gewinn in der Regel durch eine Leihgebühr, die kann klein sein, die kann aber auch sehr groß werden. Und wenn die dann plötzlich groß wird, dann haben Sie ein Problem. Hier haben Sie das Ganze mal grafisch, das heißt, wenn Sie etwas short handeln, ja, dann sind Sie der Marktteilnehmer. Sie kaufen etwas zum aktuellen Marktpreis, das ist aber in Wirklichkeit ein Wertpapierverkauf von etwas, was Sie sich geliehen haben. Und die Leihgebühr muss eben bezahlt werden. Das ist der erste Schritt. Dann kommt das Eindecken. Sie müssen sich eindecken, das heißt, Sie müssen es dann real kaufen zum aktuellen Marktpreis wieder und geben dann das Verliehene wieder zurück. Das ist ein sogenannter Leerverkauf. Leer heißt, ja, Sie verkaufen etwas, was Sie gar nicht besitzen. Wurde schwer kritisiert. Dann gibt es in dem ganzen Kontext noch den Begriff der Bullenfalle. Beschreibt eine Kursentwicklung, die Investoren zur Annahme verleitet, dass die Kurse nun wieder steigen. Es fällt komplett ab und plötzlich haben sie einen kurzen Anstieg. Und wenn sie dann zu früh handeln, denken sie, jetzt geht es wieder aufwärts, kaufen. Aber das war nur so eine Zwischenerholung. Und danach sinkt es weiter. Das ist die Bullenfalle. Genau andersrum, die Bärenfalle. Der Kurs ist extrem stark gestiegen, aufgrund vielleicht von guten Nachrichten. Dann fällt er kurz ab und die Bären denken, oh, das war's jetzt, ja, jetzt geht's runter, gehen short, aber dann steigt es wieder. Das sind die Begriffe der Bullen- und Bärenfalle. Und das Interessante ist, psychologisch kann sich das kaskadieren, sodass das eben die Effekte noch stärker in dieselbe Richtung treibt. Sie müssen bedenken, der gesamte Handel ist ja jetzt automatisiert. Und es kann sein, dass dadurch natürlich irgendwelche Folgeorders wieder ausgelöst werden, dass das System dadurch kaskadiert. Es wird auch gesagt, dass vielleicht mal eine Krise kommt durch diese volle Automatisierung, dass die Kurse ja nur noch von Maschinen gemacht werden und gar nicht mehr von Menschen. Man hat versucht, dem jetzt einen Riegel vorzuschieben, indem man, wenn das Ganze irgendwie kaskadiert, wenn das ausufert, dass man dann einfach den Stecker zieht und den Handel aussetzt. Da können Sie auch mal im Internet drüber lesen, wann das passiert ist und in welchem Kontext, dass man quasi mal für eine halbe Stunde abschaltet, wirklich den gesamten Börsenplatz und dafür sorgt, dass sich der Markt mal wieder beruhigt, ja, dass das Ganze wieder zum Stillstand kommt. Das Problem ist natürlich, wenn Sie dann verkaufen wollen oder da irgendwie in Panik sind, verstärkt das Ganze noch, weil Sie können ja da nicht verkaufen, der Handelsplatz ist zu. Ja, dann gibt es noch weitere Grundbegriffe. Ein Boom, Phase stark ansteigender Kurse. Der Crash, genau andersrum, ja, plötzliche Panik. Eine Rallye ist eine starke Beschleunigung der Marktbewegung, meistens exponentiell, ja, so parabelförmig. Eine Korrektur ist eine zeitlich eng begrenzte Gegenbewegung. Das heißt, der Markt war zu heiß, es wurde zu stark gestiegen und dann nehmen einige ihre Gewinne mit, verkaufen wieder und dann ja, geht der Kurs mal kurz wieder runter. Aber die Gesamtdynamik ist noch intakt. Also das heißt, es geht tendenziell aufwärts. Ein paar Leute haben nur ihre Gewinne mitgenommen. Ein Börsenzyklus umfasst eine House und eine Base. Also einmal einen steigenden Verlauf und einen fallenden Verlauf. Und wenn das dann vorbei ist, nennt man das einen Börsenzyklus. Ja, noch ein paar andere Begriffe, die internationale Wertpapierkennnummer. Das ist die ISIN, weltweit eindeutiges System mit einem Ländercode, einer NSIN, die NSIN ist dann eine nationale Festlegung und einer Prüfziffer, die einfach ja
eine Hash-Summe oder sowas über diesen Rest bildet, um zu gucken, ob das Ganze auch dann korrekt ist oder ob es ein Tippfehler ist. Der Aufbau der ISIN wurde auch in der ISO-Norm genormt. Vergleichbar mit einer ISBN für Bücher ist denn die ISIN eben für Produkte, die börsengehandelt sind. Die WKN ist in Deutschland, die Wertpapierkennnummer ist analog zur ISIN, aber eben nur innerhalb von Deutschland verbreitet. Sie können dann über eine Firma quasi sowas beantragen. Das ist die ANA, Mitglied der Association National Numbering Agencies. Das ist die Firma hier oben, wo sie eben so eine Wertpapierkennung beantragen. Das machen sie in der Regel nicht selbst, sondern eben bei ihnen macht das dann lang und schwarz bei den Wikifolios. Also jedes an einer deutschen Börse gehandeltes Wertpapier hat eine WKN und eine ISIN, um eben eine eindeutige Zuordnung zu haben. Das sind die Handelszeiten. Das bedeutet für Sie, wenn Sie die Regel befolgen, handeln Sie generell bei Xetra, das ist die Hauptbörse, immer nur zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr. Und Sie sehen hier, TradeGate geht schon um 8 Uhr los. Ja, in der Regel die Privatleute, die in Panik geraten sind aufgrund von Nachrichten, ja, die stoßen dann schon um 8 Uhr ab, was den Kurs stark fallen lässt. Und ja, nach Feierabend, wenn die Leute abends noch handeln wollen, können sie eben dann bis 22 Uhr handeln. Lang und Schwarz geht sogar noch früher, aber eben die Plattformen werden niemals Verlust haben. Das bedeutet, die Kursberechnung ist natürlich hier nicht so genau wie bei Xetra, also ist der Spread dann höher, als wenn sie direkt über Xetra handeln. Dann gibt es noch ein Problem. Sehr viele von Ihnen werden sehr wahrscheinlich US-Titel handeln. Also ja, Amazon, Google oder sowas. Alphabet heißt das ja jetzt. Die Haupthandelsplätze sind natürlich bei der Nasdaq und New York Stock Exchange. Die sind in Deutschland zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr. Und nehmen wir mal als Beispiel Amazon. Amazon wird halt hauptsächlich gehandelt an der US-Börse. Das heißt, in Deutschland zwischen 15 und 22 Uhr. Aber sie handeln ja in Deutschland. Das heißt, sie handeln normal über Xetra. Das bedeutet, ich würde dann handeln nur zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr. Denn dort hat mein eigener Handelsplatz geöffnet, aber auch der Referenzhandelsplatz. Ja, das heißt, in diesem kurzen Zeitabschnitt wird der Spread am geringsten sein. Ja, und hier haben Sie quasi mal die ganzen Marktzeiten. Nochmal gucken vielleicht, ob die aktuell sind, müsste aber so sein. Hier nochmal die Handelsplätze bei der ING DiBa. Ja, da können Sie sich das alles nochmal durchlesen. Also das war jetzt mein Broker. Und, das ist interessant halt, wenn Sie mal wirklich real arbeiten, es gibt dann noch unter Umständen Zusatzgebühren, je nachdem an welcher Börse Sie handeln. Das nennt sich eigentlich Courtage. Das ist quasi jetzt bei dem Broker, bei der ING, noch die Gebühr, um zwischen der ING und der Börse München zu vermitteln, diese Order. Ja, da müssen Sie aufpassen, da können halt Zusatzkosten entstehen, aber das passiert natürlich nur dann, wenn Sie mit realen Produkten arbeiten, nicht jetzt bei den Wikifolios. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt von hier aus, von Deutschland aus, in internationalen Börsen handeln wollen, haben sie dementsprechend hohe Zusatzkosten. Da sind dann auch in der Regel so Währungsschwankungen mit einberechnet. Ja? Das heißt, die Zusatzkosten können relativ hoch sein. Also wenn sie 500 Euro handeln, lohnt sich das nicht. Wenn sie eine Million handeln, machen die 12,50 Euro auch nicht so viel aus. Ja, also das geht dann am Handelsvolumen. Und diese Zusatzkosten sind halt einmalig, egal wie viel sie handeln davon. Das war schon alles zu dieser Lerneinheit.